Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mafia 3, denn wir wollten jetzt den Tommy Marcano erledigen. Und deswegen treffen wir uns hier im Café und ja, mal schauen, was rumkommt. Bye. Na, da soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen, wenn das nicht Lincoln Clay ist. Na, RC, überrascht mich zu sehen. Hab von Sammy und Alice gehört. Dumm gelaufen. Aber ich denke, du bist gut aus der Sache rausgekommen. Erwähn ihren Namen nochmal und du frisst deine eigene Zunge. Los, wir fahren eine Runde. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Das ist richtig. Wo geht's lang? Wir haben ein total einnehmendes Wesen. Gut. Nehmen wir gleich mal das Auto, weil das, was wir haben, ist ja nicht gerade das schnellste. Na, geht's endlich? Yep. Ich habe mich ferngehalten. Hab keinen Fuß ins Hollow gesetzt seit November 62. Seit fast 6 Jahren. Ich weiß. Kannst du mir wenigstens sagen, wo es hingeht? Ins Arcadia. Da hält Tommy Marcano seine Dschungelkämpfe ab, richtig? Richtig. Und du hast schwarze Kämpfer für ihn rekrutiert? Habe ich. Gut. Ich will da nämlich kämpfen. Was? Wieso? Oh. Hätte ich gewollt, dass du es weißt, wüsstest du es. Wenn ich meinen Hals hinhalte, will ich auch wissen, wieso. Du hast Glück, dass du noch lebst nach der Sache mit Sammy. Dachtest du wirklich, er würde nicht merken, dass du all das Geld geklaut hast? Das habe ich mehr als abgebüßt. 6 Jahre Verbannung von meinem einzigen Zuhause. Ich konnte nicht mal meine Ma auf ihrem Sterbebett sehen. War deine Entscheidung. Jetzt ist es Zeit für eine neue. Wenn ich das mache, kriegst du einen Neuanfang. Kannst das Hollow betreten, wann du willst. Scheiße. Okay. Hab gehört, dass man Tommy persönlich trifft, wenn man gewinnt. Stimmt das? Er will die Gewinner einschätzen. Sehen, ob er sie regelmäßig reinholen will oder ob sie nur was Einmaliges waren. Wo findet das statt? Gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt dich in der Umkleide nach dem Kampf ab und bringt dich zu Tommy. Okay. Okay, bin mal gespannt, wie der Kampf laufen wird. Bis jetzt war es ja immer nur ganz schnell an der B drücken, beziehungsweise rot, damit man das dann. Oh! Dass man da die umhauen kann. Von daher, ja, mal schauen, wie es läuft. Kämpfer nehmen nicht die Vordertür. Wir gehen am Nebeneingang rein. Okay. Der Fahrer sollte sich was schämen. Nein, machen wir natürlich nicht. Ja, wir sind da. Rennen vor die Dings davor. Warte, Elsie. Wer zur Hölle ist das? Das ist Jackknife Johnson. Was will der denn hier? Was soll das heißen, was will der hier? Kämpfen will der hier, Junge. Muss ihn durchsuchen. Keine Waffen erlaubt. Ich lasse mich mal abtasten. Tu, was du tun musst, aber pass auf, wo du mit deinen Griffeln landest. Spar dir das für den Ring auf, Hornochse. Okay, war's wohl. Nachdem wir eigentlich so viele Gebiete eingenommen haben, kennen die uns nicht. Was liegt an? Haltet euch zurück! Der Typ braucht einen Arzt. Schmeißt den Nicker irgendwo hin und lasst der Natur frei. Ihr könnt jetzt gehen. Okay, der ist raus und jetzt können wir die Schlachtbank betreten. Wie läuft's denn, RC? Gut. Oh, hoffentlich müssen wir nicht alle umbringen, es sind sehr viel. Gib ihm deinen Namen und so, und dann gehst du und ziehst dich um. Wen hast du denn heute dabei, RC? Einen neuen. Der neue sieht zwar stark aus, aber ich setze weiter auf den Brawler. Ich muss dich was fragen. Der hört sich schon ein bisschen gefährlich an. Was passiert, wenn wir erwischt werden? Genau das, was du denkst. Für eine Chance nach Hause zu kommen, das ist es mir wert. Egal, was passiert. Lass uns gehen. Okay, auf geht's. Es ist soweit. Bist du nervös? Sollte ich das sein? Schätze, das hängt davon ab, wie das hier ausgeht. Du gehst durch die Tür, wirst angekündigt und dann direkt ab in deine Ecke. Und wo gehst du hin? Ich treffe dich dann dort. Aber dieser Teil der Show dreht sich um dich. Die lieben es, ihre kämpfenden Nigger vorzuzeigen. So schnell kann's gehen.
Und der Dschungelkampf geht weiter, Jungs! Der nächste Herausforderer für die Kuhbohnen ist 1,90 groß und wiegt etwa 97 Kilo. Hier ist Jack Knife Johnson! Yeah! Okay. Ja, genau so. Zeig's mir, Leute. Schön. Okay, wir dürfen in den Ring steigen. Können wir rüber? Nein. Wo geht's denn runter? Hier lang? Ja. Okay. Sieht gar nicht so gefährlich aus, aber es kann sich ja noch ein bisschen... Oh, fuck. Okay, sieht bis jetzt... War es das? Wir haben unseren Sieger! In der rechten Ecke, Jack Knife Johnson! Oh, das ging ja schnell. Unser nächster Kämpfer kommt aus Bad Kimmels! Oh! Das glaube ich auch. Nicht in die Ecke drängen. Nicht in die Ecke, klar. Bewegung nicht in die Ecke. Kämpft, Nigger! Was sind das denn für gottverdammte Anfänger da? Ein Scheißkampf! Ein Scheißkampf! Nein, wir sind natürlich total gut und haben voll das Geschicker. Boxen können wir. Oder kämpfen. Oh mein Gott. Lauter! Lauter! Na komm, wir machen es mal zu. Auf dem Weg zum Ring ist das Biest des Mario, der Rüpel von River Road, euer Champion, Totengräber Bob! Du weißt, warum man ihn den Totengräber nennt. Aber Leute unter die Erde bitte. Genau. Okay, wie krieg ich ihn? Du schlägst zu. Richtig, richtig fest. Immer, immer wieder. Oh, nein, 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 steh ich Nigger. Na? Genau so. Hau den Nigger. Und jetzt? Nein, immer noch nicht. Aber jetzt. Und jetzt haben wir ihn. Voll in die Fresse. Nimm das. Yay. So, muss mal sein. Haben wir es auch mal gesehen. Hast dir meinen Respekt verdient, das ist mal sicher. Okay, mal gucken, was wir... Du hältst mich wohl für einen Vollidioten, einfach so hier aufzukreuzen. Weißt du, einem überschaubaren Risiko gehe ich selten aus dem Weg. Wäre aber besser gewesen. Oh, nein, von hinten. Wie gemein. Ui, was ist das? Ach, ein Geldpresser. Das macht den Sprit dicker. Und klebrig. Jetzt lassen wir alles ein bisschen einziehen, damit es sich auch schön überall verteilen kann. Und wenn ich dann anzünde, dann brennt das Zeug wie Napalm. Schnell gucken, was ich machen kann, was ich so für Auswahlmöglichkeiten habe.
sie noch nie einer gehabt hat. Fick dich. Scheint, als wolltest du sterben. Du wirst immer noch ein Bewusstsein sein, wenn die Flammen höher kriechen. Aber während deine Weile... Autsch. Voll in die Fresse. Ach, sie ist schon durch. Okay. Ach, jetzt auf einmal will ich reden. Moment, ich nehme kurz das hier mit. Das war's dann also. Sieht ganz so aus. Weißt du, Sarah wollte, dass ich Jura studiere und dann bei einer großen Firma arbeite. Oder in die Politik gehe. Du musst das aus deinem Leben machen, Junge, hat er immer gesagt. Hättest du auf ihn hören sollen. Ich kann eben nicht aus meiner Haut. Ja. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann mal abfinden. Fick dich. Ja, das war's. Ach so, schön, wir müssen abhauen. Das habe ich nicht verdient. Keine Angst. Lou und Sal kommen bald nach. Wow, hier kommt nicht rein, aber hier. Oh, da wollte ich besonders cool sein. Okay, ich denke mal, das war es jetzt wirklich mit Tommy. Da vorne ist einer, aber mit der Waffe kann ich es nicht so gut machen. Ah, wir haben unsere Waffe. Okay, der ist auch ziemlich tot. Guck mal, wenn es weitergeht. Ich sehe die gerade gar nicht. Moment, wir haben doch bestimmt noch was zum Schmeißen. Ah, so, stopp, da. Und schmeißen lieber ganz. Ach, jetzt ist es ein bisschen, jetzt komme ich so weit hoch. Ah. Okay, ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Nein, das hat nichts gebracht. Seht ihr ihn? Ah, einer steht da oben, den sehe ich. Da war ich zu langsam. Aber ich denke, wir haben wenig Zeit für so einen Scheiß. Aber ich sehe die auch gerade gar nicht. Brennt der jetzt nicht mehr? Komm, wir rein weiter. Wow, what the fuck? Hinter uns. Ah, wie ich sie wieder hasse, die Kleinen. Das war ich, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ah, da müssen wir ein bisschen schneller sein. Schade. Hätten wir uns gleich reingekämpft. Wäre, glaube ich, genauso gut geworden. Das Erledigen klappt immer ganz gut, nur dann das Abhauen. Hängt ein bisschen. Okay, versuchen wir nochmal. Und wir waren jetzt ein bisschen zu langsam. Beziehungsweise ich war ein bisschen zu langsam. Ihr wollt ja nur zugucken. Ja. Lief ganz gut am Anfang. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt starten. Ob gleich da oder dann schon dort. Wir hätten die alle ausscheiden sollen, die so hinter uns waren. Na gut, sei es drum. Machen wir halt das Ganze noch einmal. Okay, hier ist alles verbrannt. Jetzt kommen zwei an. Oh! Geh doch bitte die an. Das war jetzt auch mal extrem. Das war jetzt Kacke. Ganz große. Ich brech dir jeden Knochen im Leib. Den können wir gleich so wieder umhauen. Und müssen wir kurz hier an die Seite sonst. Der andere ist wieder hier oben. Oh! Wie gut schießen die denn? Oder wie wenig halte ich denn aus? Wir haben nur noch eins? Oh, das wird aber langer.
ein langer Kampf werden. Ich sehe die aber auch überhaupt gar nicht. Also ich sehe treffen mich schön. Wir warten noch mal kurz. Schnell. Oh, duck dich, du Idiot. Verzeihung, das mache ich ja alles. Ist hier oben einer? Nein, ach, da kommt jetzt einer runter. Wow. Okay. Ach, so geht's auch. Gut, wir haben keins mehr. Sehr schön. Da oben ist einer. Was? Wie? Mit was schießen die denn? Also vor uns ist einer, aber ich sehe ihn wirklich überhaupt gar nicht. Und ziemlich weit rechts sind auch noch ein paar Leutchen. Und die treffen uns aber ziemlich gut. What the fuck? Ach, da ist er. Sehen wir auch den da? Einer ist weg. Warten wir da ein Stückchen, denn wir müssen uns erst noch ein bisschen... Was? Gehen wieder ein bisschen hoch. Oh, ich glaube, die hasse ich. Okay, der ist auch weg. Wo rennt? Er ist tot. Oh, was ist denn das? Ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit genommen, wenn ich... Ja. Läuft gerade nicht so, wie es eigentlich sollte. Schade. Gut, hoffentlich haben wir jetzt wieder die Medikits, wenn wir jetzt nämlich keine haben, dann wird das wieder schwierig. Weiß auch gar nicht, wir hatten nur eine Kugel. Hätten wir da die eine besser genutzt, oder ja doch, dann wäre das auch ein bisschen besser geworden, wenn wir die zwei gleich erschossen hätten. Dann hätte das ein bisschen besser funktioniert. Okay, gut. Laden wir erstmal nach. Wir hatten drei solcher Heilteile und gehen wir gleich mal so rein. Hier kommen wieder zwei her. Okay, so klappt das schon mal ganz gut und das sollte so sein. Da warten wir hier. Und der ist auch weg. So. Jetzt hat sie natürlich ein Scharfschützengewehr auf die Zeit gemacht. So. Ist da oben noch einer? Also irgendeiner ist gerade hochgelaufen. Also da oben ist auf jeden Fall einer. Aber... So, wir sind schon mal hier, unser Schutzschild ist weg und da oben kommt noch einer angerannt. Wir verschieben uns hier oben hin. Okay, das war sehr gut. Achso, der stirbt schon. Aber wir haben total wenig Lebensenergie. Gut, da vorne ist einer. Da unten kommt einer angerannt. What? Ja, verbrennt. Schön. Habe ich geplant. Komm, wir gönnen uns mal ein bisschen Heilzeug. Sind voll. Sind nicht mehr voll. Leute. Oh, komm, schnell. Da vorne steht einer und wie ich ihn hasse. Er sucht er sich. Jetzt duckt er sich, der kleine Hint. Kleinen Moment wollte ich eigentlich sagen. Die kleine Hint. Das ist eine verfluchte Granate. Echt, die ist überhaupt nicht getroffen? Leute, was soll das denn sein? Das ist eine Granate. Auch nicht? Aber jetzt so. Warum hatten die nicht getroffen?
Boah, da kommt einer. Okay. Schön, dass die wenigstens mal getroffen hat. Können wir noch ein bisschen Granaten rumschmeißen. Okay, der ist auch weg. Komm wieder hier hin. Und schießt er noch? Ich werf Granate zurück. Also irgendwie, ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie treffe ich mit den Dingern überhaupt nicht. Ich finde es ein bisschen... Er kommt gleich unter. Was? Ja. Okay, da ist was zum Heilen. Das werden wir natürlich selbstverständlich mitnehmen. Wenn er so ein Idiot nicht immer auf uns schießen würde. Ich sehe gerade überhaupt gar nicht. Seht ihr den? Ich glaube, der meint uns. Okay, da kommt noch einer angerannt. Okay, war ein bisschen mehr gebraucht, aber so ist er weg. Ja, das haben wir. Wir haben ihn festgekriegt. Okay. Wow, es geht noch weiter nach unten. So. Seht ihr jemanden? Also einer kommt gleich zu uns hoch. Okay, das war er. Und... Idiot, Alter. So. Okay. Was für ein Timing. Also. Was? Ich sehe gar nichts. So, B. Und... Okay, tuck dich. Oh, schön. Da hinten ist noch einer und hier drüben sind noch welche. Okay, wie viele haben wir noch? Ich sehe nur zwei. Okay, davon ist noch einer. Wie viel haben wir noch? Wie viel Lebensenergie? Da hinten ist noch einer und davon ist noch einer. Ach, den haben wir nicht getroffen. Heil uns mal. Ach, da muss ich warten. Jetzt habe ich meinen Fehler gesehen. So, der ist weg. Von ist noch irgendwo einer. Oh, ja, lad nach, bitte komm. Oh mein Gott. Wir haben noch wie viel? Ja, Munition ist wieder voll. Sehr schön. Hier gibt es auch was zum Heilen. Warte, um. Ja, was, warum rennt der denn nicht weg? Ihr könnt ihn haben, wenn ich fertig bin.
Oh mein Gott, das war schön knapp. Wir haben hier, ist das hier nachgeladen? Ja, das ist nachgeladen. Okay. Würde ich sagen, man lässt mir an der Stelle Schluss, weil es jetzt sehr nervt aufreiben. Und es geht dann weiter im nächsten Video mit der Flucht. Mal schauen, wie wir entkommen und ob wir nochmal neu irgendwo anfangen müssen. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Einschalten. Dürft ihr das Ganze kommentieren, abonnieren und auch ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich alles drei sehr freuen. So, dicken Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Coachy. Bye.